This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Jetzt muss ich gerade nachdenken, wie ich überhaupt heiße hier. Von Jörg, ja. Wir haben heute Montagabend, den 18. November 2018 und haben uns eingefunden zur 10. Diskussionsrunde nach der Lesung, die gerade gelaufen ist, über das von dem Buch Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Dem deutschen Christen vorgetragen, von Maximilian vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und wir wollen mal hoffen, dass wir heute eine interessante Diskussionsrunde euch anbieten können. Und wie gesagt, die Mikrofone sind jetzt auf und ich bitte einen jeden, daran teilzunehmen. Und ich wünsche viel Spaß und Erkenntnis und Lehre aus dem, was heute gesagt, besprochen und gefragt wird. Bitteschön. Ja, hier ist Alexander, guten Abend zusammen. Ich habe eine kleine Anmerkung noch zum Evangelium zu bringen. Und zwar geht es darum Folgendes, ich habe das mal mitbekommen, und zwar kommt das Wort Evangelium vom Griechischen. Und das ist eigentlich von daher, die Römer, wenn sie einen Feldzug gewonnen haben, dann kam immer ein Bote und brachte die gute Nachricht, dass eben die Siegesbotschaft über diesen Sieg. Und da kann man sie auch mit dem Evangelium sehen, ist ja eine Siegesbotschaft über die Sünde und von unserem Herrn Jesus. So kann man das sehr schön erklären, ja. Wunderbar. Ja, das hat mich auch sehr aufgemuntert, als ich das so gehört habe. Ja, danke schön. Das ist mal eine schöne Information zu dem Thema. Ja, ansonsten eine super Lesung gewesen wieder. Ja. Wenn es dir gefallen hat, schön. Wer wäscht denn da ab? Oder ist das jemand, der in der Badewanne rumstrampelt? Oder was ist das da für ein Geräusch? Das ist meine Tochter, sie ist... Ach, das ist deine Tochter? Ja, sie ist schon am größten für morgen. Badet die gerade, oder was? Nein, die macht das Morgenessen.
Ach so. Sorry. Ja, ne, ist gut. Ich dachte, es hört sich an, als ob einer in der Badewanne planscht. Von daher. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Na, wunderbar. Gut, das war ja schon mal ein interessanter Anfang, dass wir gelernt haben, wo das Wort Evangelium herkommt. Aber wie gesagt, gute Nachricht. Ja, das heißt es auch. Schön. Wer hat dann irgendwie eine Frage zu dem, was wir gerade eben gelesen haben, oder möchte irgendetwas, was wir gerade gelesen haben, vielleicht besprechen, oder hat sonst irgendeine Bemerkung dazu? Also wenn sich niemand getraut, dann fange ich mal an. Ich bin der Florian, danke für die super Vorlesung, auch wieder mal danke, ein großes Lob für die Übersetzung. Ich glaube, es ist niemand besser, das geeignete Lesung als dir. Du machst das genial und eindrücklich. Dankeschön für deine Erläuterung nochmals an dieser Stelle. Ja, es bewegt mich tief, wie wir in dieser Zeit an falschen Propheten und an falschen Falschlehrer geraten. Und ich muss auch jeden Tag mich bemühen und auf wachsam bleiben, den Lügen und den Falschlehren im Licht Gottes zu begegnen. Und das fängt schon bei den einfachen Diskussionen unter den Mitmenschen und Mitchristen an, die von dieser Falschlehre infiziert sind. Und wie ich mich dagegen wehren kann, da ist deine Lesung ein gutes Werkzeug. Danke nochmals dafür. Gerne schön, aber das beste Werkzeug natürlich, um sich gegen solche Sachen zu wehren, ist die Bibel in der Hand zu halten, ne? Das genau. Wort Gottes, das Wort Gottes überwindet jede Bosheit auf dieser Welt. Ich kann da immer nur das Beispiel anholen von Jesus Christus in Matthäus Kapitel 4, wo Jesus Christus vom Teufel dreimal versucht wird. Der Teufel sagt ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach, dass diese Steine Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann wirf dich diesen Berg hinunter, weil es steht geschrieben, dass die Engel dafür sorgen werden, dass du dir noch nicht mal einen Fuß an den Steinen stößt. Und wenn du der Sohn Gottes bist, ach, dann falle nieder, knie nieder und bete mich an. Und jedes Mal hat Jesus Christus ihm gesagt, es steht geschrieben. Er hat ihn nur mit der Bibel geantwortet. Und schließlich in Vers 11, da verließ ihn der Teufel. Dann läuft er weg. Und die Leute, mit denen wir in dieser Welt immer diskutieren müssen, die haben kein Argument gegen die Bibel. Schaut, das ist das Wunderbare an diesem Buch. Die Bibel ist die Wahrheit. Und jeder, der die Wahrheit probiert anzufallen, zu attackieren, anzugreifen, wenn er mit der Wahrheit dann konfrontiert wird, muss seine Waffen strecken. Selbst der Teufel. So einfach ist das. Und so wunderbar ist das Wort Gottes. Funktioniert es wirklich, ja. Also habe ich selbst auch schon erlebt, ne? Man dann aus der Bibel zitiert oder so und damit dann begründet, kriegst du jetzt zum Beispiel in so Kommentarspalten oder so, wenn es jetzt nicht im direkten Gespräch ist, entweder keine Antwort mehr, ne? Also dann war es das halt einfach so als Antwort oder im direkten Gespräch, ist dann schnell irgendwie Themenwechsel quasi, ne, erfolgt oder so. Aber so wirklich direkt Antwort oder Konter geben kann man darauf dann auch nicht mehr. Also habe ich zumindest so erlebt, ne? Dass es ist den Menschen genau wie es im Teufel damals nicht möglich war, funktioniert halt nicht. Ja, nochmals Florian. Also ich möchte nochmals zwei Bemerkungen hineingeben. Das eine war letzte Woche an meinem Arbeitsort, wo ich arbeite. Darüber kam ich auch der Moment, als ich das Büro verließ. Da sprach ich laut in diese gottlose Runde: Halleluja, Jesus kommt bald.
Und das war für mich ein guter Moment, das laut in diesem Büro auszusprechen. Und das andere ist ja spannend, die Diskussion mit Hartl und Kroschnik oder wie sie heißen, die zwei Brüder in Christus. Du meinst den Abdul und den seinen Michael Kotsch. ja, Kotsch, die da Ja, gegen, genau. ja. Mittlerweile hat ja Hartl reagiert und darauf Stellung genommen. Und heute oder seit gestern haben die zwei Brüder auch wieder darauf geantwortet. Und es ist extrem eindrücklich, wie Hartl die wahren Argumente einfach weglässt und die Falschlehre proklamiert. Es ist ernüchternd und erschütternd. Ja, das war meines Erachtens war das Freitag oder Donnerstag oder Freitag, als das Video von Abdul rauskam dazu. Genau. Ähm, Nochmal. ja, können wir eben schauen. Ich habe das hier. Ich kann das gleich mal eben zeigen hier in meiner Geschichte, weil von den Videos, die ich geschaut habe die letzten Tage, da ist das drin von Memra TV. Der Das Punkt, betrifft auch den der diese. Abdul gemacht hat und den ich so wunderbar fand, den du wohl auch jetzt, glaube ich, damit meinst, ist: Abdul meinte, dass der Hartl ihn zwar angefallen hat aufgrund vieler seiner Argumente, aber er hat nie die Argumente von dem Abdul angefallen. Er konnte über die Argumente des Abdul hat er nichts gesagt. Er hat den Abdul selbst angefallen und seinen Bruder, der daneben ihm sitzt, also hier ist das. Abdul und Michael, freundliche und kritische Worte an Johannes Hartl. Ja? Das ist das Video, was du meinst, glaube ich, ne? Genau. Ja, schau, ich öffne das mal eben, das dauert hier ein bisschen. Der Computer ist wieder scheiß langsam heute Abend, ich weiß auch nicht wieso. Also die Art und Weise, wie Hartl redet, ne, das ist wie unsere Politiker auch. Also ne, mit inhaltlich kommt überhaupt nichts, ja, aber eine halbe Stunde gefüllt. Ja, und man hat das Gefühl, irgendwie Mensch, der ist aber toll, was der so erzählt, weißt du, so nach dem Motto. Ja, Kasuistik und Sophistik, das wenn du willst. Problem ist, dass er nur leere Worte spricht im Grunde. Was Genau. dauert das hier ewig lange, ey? Stillschalten hier. Das ist also das Video, das die beiden aufgenommen haben. Ja, eine freundliche und kritische Antwort an Johannes Hartl. Und irgendwo ziemlich zum Schluss, ich glaube hier irgendwo in den letzten 10, 15 Minuten, sagte das von, dass der Johannes Hartl ihn niemals aufgrund seiner angeführten Aussagen hat gegensprechen können. Also er konnte nichts von dem, was Abdul oder Michael hier gesagt hatten, widerlegen, weil die beiden sprechen hier mit der Bibel. Und da kann man eben nichts gegen sagen. Und damit hat der Johannes Hartl sich im Grunde mehr oder weniger selbst geoutet. Nun, Ja, bloß. was ich aber auch ganz wichtig finde, und ich möchte das mal eben irgendwie erwähnen: Der Abdul sagt hier, ja, wir sind aber auch ganz offen und wir kommentieren und wir lassen kommentieren. Auf jedem seiner Videos sind die Reaktionen ausgeschaltet. Man kann auf keinem einzigen seiner Videos einen Kommentar geben. Genau. Das finde ich persönlich einen ganz, ganz schwachen Punkt. Übrigens auch der Punkt, weshalb ich hier keinen Daumen hoch gegeben habe, für das Video zu schauen. Weil man kann überhaupt nicht reagieren. Man kann sich überhaupt nicht in Kontakt stellen mit ihm, außer man geht auf eines seiner sozialen, wenn da irgendwo, ich weiß ich gar nicht, Facebook. soziale Netzwerke oder sowas, ich glaube auf Facebook oder sowas ist da wahrscheinlich auch. Ich selbst habe kein Facebook, ja. Wie gesagt, ich finde das schade. Man kann sich mit ihm nicht austauschen hier. Man kann da gar nichts zu sagen. Wenn er keinen Bock hat, die ganzen Kommentare zu beantworten, er muss sie sich ja nicht angucken. Er kann auch sagen, ich will die Kommentare kontrollieren, bevor sie veröffentlicht werden. Das kann er auch mal. Da muss er da viel Zeit reinstecken. Aber ich kann mich mit dem Abdul nicht austauschen. Ich habe keine Möglichkeit, den zu erreichen. Jetzt, wo YouTube die Möglichkeit auch noch deaktiviert hat, dass man über den Kanal, wenn wir auf den Kanal der Personen gehen, da hatte man früher die Möglichkeit, wenn man in die Übersektion kam, hier, über den Kanal, also mehr Informationen über den Kanal haben wollte. Warte mal hier. Über, da konnte man damals hier hingehen und konnte eine E-Mail schicken. Das gibt's nicht mehr. Ja? Jetzt steht hier nur noch, Unten links. ich kann den blockieren. Was denn? Unten links.
Facebook-Profil. Naja, Facebook, ja gut, aber ich kann über YouTube ihn nicht erreichen. Das stimmt. Ich hatte früher die Möglichkeit, hier über YouTube eine private E-Mail an ihn zu schicken. Das habe ich dann in meinen Berichten bekommen und in den Berichten gibt es offizielle Berichte und es gibt private Berichte. Und ich hatte dann auf die privaten Berichte, konnte ich dann reagieren. Da konnte ich dann zum Beispiel auch sagen von, hey, schick dir mal meine E-Mail-Adresse, wenn ich die nicht offiziell auf YouTube bekannt geben will. Und konnte das austauschen. Das kann ich hier mit ihm nicht. So, ich habe kein Facebook und ich schaffe mir Facebook nicht an für Memra TV. Ich gehe nicht zu Instagram wegen Memra TV. Ja, und das finde ich von ihm auch nicht in Ordnung, muss ich da mal ganz ehrlich beisagen. Aber über das Thema an sich, wo wir gerade drüber gesprochen hatten und was er sagt von dem Hackl, da gebe ich ihm vollkommen recht. Und er konnte ihn nicht aufgrund seiner Aussagen packen, sondern der Hackl versucht es dann über eine Attacke des Charakters, Personenattacke. Und das ist eine ganz typische jesuitische Taktik. So, jetzt ihr. Ja, hallo Jörg, zuerst einmal und hallo liebe Kollegen. Danke, ich muss ja ebenfalls von meiner Seite für die Lesung. Ich konnte leider nur die Hälfte mitverfolgen, werde mit den Rest dann auch anhören. Zu Florian und seinem Beitrag betreffend Johannes Hartl versus Abdul Memra und Michael Kotsch. Das fand ich sehr interessant und ich finde vor allem die letzte Antwort eben an diesen katholischen Charismatiker, finde ich sehr lehrreich, was sie dort drin erzählen oder wie sie argumentieren, wie sie ihn entlarven, wie sie ihn auseinandernehmen. Ein bisschen auf die ähnliche Art und Weise auch so schleimig und eine Liebe oder eine freundliche Antwort. Und für mich war das Anlass, dem Michael Kotsch zu folgen auf Facebook. Habe ich gesehen, dass er in der Schweiz ist, Samstag, gestern, heute. Und heute konnte ich ihn dann an einem Gottesdienst da in Dübendorf, das ist in der Nähe von Zürich, besuchen. Mhm. Und war spannende Predigt, zum einen. Und zum anderen konnte ich mir den mal persönlich noch schnappen am Ende. Und ich finde es halt immer am interessantesten, wenn man solche Protagonisten, die ja öffentlich auftreten, dann mal in die Augen schauen kann und auch gewisse Fragen oder Diskussionen mit denen führen kann. Mhm. Und zum einen muss ich sagen, durch die Lesungen dieser Bücher, die du liest, Jörg, und mit deinen vielen wertvollen Kommentaren, Beiträgen, Erläuterungen, Vertiefungen etc. etc., bin ich wirklich in dem letzten Zeit, dem Jahr, der Folge gewachsen und schlagfertig geworden auf jeder Ebene und natürlich auch durch das Bibelstudium natürlich, aber das verknüpft ja wunderbar. Und es war wirklich schön, mich mit dem auseinanderzusetzen und ich hatte wirklich immer wieder auf Augenhöhe argumentieren können, weil er ist ja beispielsweise betreffend Sabbat anders eingestellt als du, Jörg, und die Gruppe. Ja. Er sagt eben, Sabbat, das muss nicht zwingend der Samstag sein, etc. Wir haben das ja mal miteinander eins zu eins erläutert. Und ich fragte ihn dann schlussendlich, ja, ist es denn falsch, den Sabbat zu halten? Und da hat er ganz klar mir gesagt, nein, aus seiner Sicht ist es nicht falsch. Es sei aber auch nicht in dem Sinne falsch, wenn man halt den Sabbat auf einen anderen Tag schiebe, wenn es nicht immer möglich sei, oder? Und das war gut und das war für mich ja auch gut, dem mal das wirklich zu konfrontieren und ich habe ihn auch wirklich dann direkt gefragt, ob er überall auftrete. Und hat er gesagt, nein, in Gemeinden, die in der Ökumene seien, die in der Allianz seien, da nehme er keine Einladungen an, beispielsweise. Oder auch eben auf das Interview oder die Antwort, die Konfrontation mit dem Jonas Hartl, hat er dann klar nochmals mir das bestätigen können, was er auch öffentlich sagt, oder? Und dass er natürlich da, ich habe ihm dann gesagt, ich wünschte mir seinerseits, oder wenn er erstens Theologe ist, also er kann Aramäisch, er kann Hebräisch, er kann Griechisch, er kann die Urtexte, Textus Receptus kann er nachlesen, und selber sich bilden. Er ist gläubiger Christ, bekennender gläubiger Christ
Und er glaubt an die Reformation, er glaubt an Luther, er glaubt daran, dass das Papsttum, das biblische, prophetische und wie du sagst, geschichtliche Antichristentum ist, dann wünschte ich mir doch von seiner Seite auch klarere Stellungnahme dazu in seinen Aussagen und nicht nur so halb klar oder einfach offen, bedeutender. Also, weil nicht jeder hat den Fundus, das Hintergrundwissen, das du, Jörg, hast oder das wir bekommen durch die ganzen historischen Bücher, die du uns vorträgst, erklärst, erläuterst. Und da hat er dann gesagt, ja, das sei ein guter Punkt, weil er höre eher immer das Gegenteil von Egli Seite, dass er zu hart sei und dass es nicht konform sei, so deutlich, dass den Katholizismus, den römischen, als das Antichristen, also Antichristen darzustellen. Und er werde sich das zu Herzen nehmen. Das fand ich doch noch positiv. Ja, ich kenne den aber nur von Videos, wo er zusammen mit dem Abdul auftritt. Und der Abdul enthält sich komplett solcher Lehren. Der Abdul lehrt Milch. Ganz klar. Er geht nicht auf die wirklich wichtigen Dinge in der Bibel ein. Er lehrt über das Evangelium, ja. Er lehrt, dass Jesus Christus Gott war, dass Jesus Christus geboren war von einer Jungfrau und so weiter und so weiter. Das ganze Evangelium rauf und runter, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das lehrt er und damit ist er vollkommen einverstanden und das ist ja auch alles prima in Ordnung. Okay, er hat hier und da eben andere Ansichten, gerade wie du eben sagtest, der Kosch hat das auch, was den Sabbat und so angeht, das ist richtig. Aber er lehrt das milchige Christentum, er lehrt kein Fleisch. Fleisch ist, jeden Tag dazustehen und den Romanismus anzuprangern, als was er ist. Und den Leuten zu sagen und den Leuten einzubläuen, ohne sie jetzt physisch anzugreifen natürlich, aber den Leuten mit Worten einzubläuen, wer der Feind ist und dass der Feind eine Agenda hat und uns ein Theater vorspielt, was der größte Betrug seit dem Garten von Eden ist. Und das lehrt er nicht. Nun kannst du natürlich sagen von, ja gut, wir sind alle Glieder des Körper Christi und jedes Glied hat eine andere Aufgabe. Der Finger tut nicht, was der Zeh tut, das Auge tut nicht, was das Ohr tut. Der Mund tut wiederum andere Sachen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sind nicht alle dasselbe. Ich habe ja auch nicht angefangen mit Evangeliumslehre. Aber selbst wenn ich in eine Bibelstudie jetzt reingehe, wie ich zum Beispiel mit Römer gemacht habe, dann liegt mein Hauptpunkt immer darauf, den Nachdruck darauf zu legen, dass die Leute verstehen, dass die römisch-katholische Kirche die Synagoge Satans ist, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, es gibt keinen anderen, und dass ich die Lüge aufdecke von der unerfüllten 70. Jahrwoche Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Und das höre ich bei keinem anderen. Das höre ich nicht bei Abdul, das höre ich nicht bei dem Michael, das höre ich nicht. Das höre ich nirgendwo. Da kann ich dir nicht 100% recht geben. Dann zeig mir mal, wo es noch gezeigt wird. Dann möchte ich das gerne hören. Ich schicke schnell einen Link da im Chat. Gerne. Also der Abdul benennt den Papst schon ganz klar als Irrlehrer, Heuchler und Verdreher. In gewissen Videos hat er eine Sektion Katholizismus, wie nennt er die auf YouTube, hat er da die verschiedenen Playlists. Und die eine Playlist heißt Kirche, Katholizismus, Orthodox. Und dort geht er auf verschiedene Themen ein, wie was ist Taufe nach der Lehre Jesus, irrt die Kirche? Schau, das Video hier Oder habe ich sogar gesehen. Siehst du, ich habe einen Daumen hoch gegeben damals. wer Maria anbetet, ist ein Götzendiener, Götzendienst und Kirche. Papst, Irrlehrer und Heuchler lügt über die Bibel. Allah, Buddha oder Jesus führen alle Wege zu Gott, Irrlehren Alarm. Sind alle Menschen Kinder Gottes? Antwort an den Papst. Also er nimmt die Kirche schon auseinander, aber vom Michael Kotsch erwarte ich in seiner Rolle mehr Deutlichkeit, wie du sie lehrst. Und ich stehe voll drauf. Und ich habe ihm gesagt, im Gegenteil, also von meiner Seite aus, für meinen Geschmack, könnte das noch
x-fach deutlicher benennen und den Antichristen, wie du ihn eigentlich immer offen, wie sagt man, die Kleider rausziehst, oder? Genau so möchte ich es von jedem haben, der da an das glaubt, dass das Papsttum auch das Antichristentum ist. Ja, nur ich habe den Abdul noch niemals sagen hören, dass Jesus Christus die Erfüllung der 70. Jahrwoche aus Daniels Prophezeiung war. Das wollte ich den Michael Kotsch heute noch fragen. Und das ist, ja, Entschuldigung, dass ich noch eben unterbreche, aber das ist sowas von wichtig. Weil das ist genau das, was ich nirgendwo höre. Ja, natürlich höre ich andere Leute sagen, der Papst ist der Antichrist. Jeder Siebentagsadventist betet das rauf und runter. Das ist nicht das Problem. Aber es geht um die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel. Es geht darum, den Staat von Israel, so wie er heute existiert, anzuprangern als ein Requisitorium, als ein Requisit des Theaterstückes des Antichristen, weil er da die 70. Jahrwoche von Daniel widerspielt. Eben zu dem Video hier. Ich habe das sogar in eine Spielliste aufgeschlagen. Preaching and Christian Views. Ja, also Predigen und christliche Ansichten. Das ist meine Spielliste hier. Da ist das Video sogar zugefügt. Das war schon. Das habe ich jetzt nicht jetzt gemacht. Nur mal eben zeigen. Also ich schaue den Abdul schon. Ne? Ich bin ja abonniert auf ihn auch. Ich schaue mir jedes seiner Videos an. Manche ganz, manche nicht ganz. Je nachdem, was er da drin lehrt. Aber der Punkt, auf den ich gerade eben hinaus wollte, dass ich bitte gut verstanden werde, es ging mir nicht darum, dass jemand sagt, der Papst ist der Antichrist. Es geht mir darum, dass jemand lehrt. Nicht, dass er sagt, dass er lehrt, wie ich das in allen meinen Videos mehr oder weniger tue und wie ich das in den drei Videos gemacht habe, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, dass er drei Teile hat. Ja? Dass Jesus Christus erstes Kommen die absolute Erfüllung der Prophezeiung von Daniel war. Im Augenblick bin ich im Englischen mit einer Bibelstudie. Ich studiere ja jeden Samstagabend mit Brett Norman und Tom Fress die Bibel. Wir haben bereits fünf Lesungen durchgebracht, nur mit Hebräer Kapitel 10. Und wir sind noch lange nicht am Ende, weil Samstag, also jetzt gestern, vorgestern, gestern, das war ja abends, also war ja schon im Grunde Sonntagabend für mich hier, bei denen es ja noch 7 Stunden früher da ist, noch Sabbat, bei mir war schon im Grunde Sonntag, sind wir nochmal mit dem Kommentar von, wie heißt der, Matthew Henry, Bibelkommentar, sind wir nochmal auf die Anfänge, auf die ersten 5 oder 6 Verse in Hebräer eingegangen, Hebräer Kapitel 10, und haben darin deutlich das gespiegelt, was in Daniel Kapitel 9 gesagt wird. 5 Sendungen haben wir, also Sendungen nicht, 5 Bibelstudien haben wir gemacht, jede Bibelstudie zwischen 2 und 3 Stunden lang. Und wir sind noch nicht weitergekommen als der 20. Vers in Kapitel 10, in Kapitel 10 von Hebräer. Da könnt ihr mal sehen, mit welcher Intensität ich dieses Thema auch studiere. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich finde niemanden im Deutschsprachigen auf dem Internet, der das so lehrt. Niemand. Zeigt mir den. Zeigt mir nicht irgendeinen, den Antichrist lehrt. Das ist okay. Das machen viele. Streite nie ab. Aber die 70. Woche von Daniel, die totale Erfüllung der 70. Woche von Daniel. Und dann den biblischen Beweis anführt im Evangelium. In den verschiedenen Evangelien, in den verschiedenen Büchern des Paulus und Johannes, dass Jesus Christus Ministerium hier auf der Erde 3,5 Jahre im Fleisch und 3,5 Jahre im Geist die Erfüllung der 70. Jahrwoche der Prophezeiung der 490 Jahrwochen von Daniel Kapitel 9 war. Das finde ich nirgendwo. Ja, und ich denke, da hat mir der Michael Kotsch heute auch eine Antwort gegeben. Ich sage dem, schau, ich bin in keiner Gemeinde und ich kann es nicht vertreten im aktuellen Stand der Dinge, weil überall einfach viel, viel nicht gelernt wird oder was gelernt ist, ist halt einfach sehr seicht oder halt nur eine Seite der Medaille. Und da hat er mir dann schon klar gesagt, schau, das ist so. Wir sind nicht vollkommen und wie du vorhin sagtest, wir sind ja alle ein Stück des Körpers, also Wir sind alle ein Glied des Körpers und Jesus ist das Haupt. genau. Und
genau deshalb sollen wir uns und eben auch mit solchen kritischen Fragen und Beiträgen und wieder Rechtbiegung der Lehre quasi in die Gemeinde einbringen, oder? Es nützt nichts, wenn du außen vor gehst und einfach für dich bleibst, oder? Das muss ja weiter, das muss ja reingebracht werden und da muss man auch die Konfrontation halt wieder suchen. Und ich denke, da haben wir Möglichkeiten, Chancen, wieder Leute zu erreichen, wenn wir auch wieder, nicht, dass wir uns infizieren mit irgendwelchen Konventionen und halt einfach dem Pastor nachlaufen, wie es halt viele machen, sondern dass wir halt uns aktiv reinbringen und sagen, schau, wir sehen das so und so, oder? Also ich denke... Ja, ich weiß nicht, nee, ich sehe nichts so und so. Ich erkläre das, wie die Bibel es erklärt. Die Bibel ja. sagt das nicht. Ich sage das, die Bibel sagt das, nur die meisten Leute haben in der Hinsicht ein falsches Bibelverständnis, weil sie sich nicht vom Heiligen Geist in die Wahrheit leiten lassen, sondern von Menschen. Weil sie Pastoren oder sonstigen Menschen in irgendwelchen Gemeinden folgen, die da vorne auf der Kanzel stehen und denen die Bibel erklären, anstatt sich die Bibel von Gott erklären zu lassen. Schau, das ist doch genau der Punkt, den ich meinte. Ich hatte das... hatte ich das heute Nacht... Michael, bist du da? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob ich das heute Nachmittag gesagt hatte. Ich hatte heute Nachmittag eine Lesung im Englischen und da habe ich die König-James-Bibel dann auch mal angefallen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich darf was gegen die König-James-Bibel. Ja, weil die König-James-Bibel, die ich habe, die hat so verschiedene Zeichen neben den Wörtern stehen. Das ist so ein ausgefüllter Stern in Farbe oder ein leerer Stern. Das ist ein T oder ein R oder ein Punkt. Und das hat alles seine Bedeutung. Ich habe jetzt keinen Bock, das bis ins Detail zu erklären. Wer Englisch kann, besorge sich selbst so eine Bibel. Und man findet kaum eine solche, wo das alles nicht drin ist. Und zum Beispiel diese Sterne. Also ein Stern, der nicht ausgefüllt ist, der also innen leer ist von der Farbe, deutet eine Prophezeiung an, die zu dem Zeitpunkt, als die Prophezeiung gegeben wird, noch nicht erfüllt ist. Ein Stern, der von der Farbe ausgefüllt ist, indiziert, dass die Prophezeiung erfüllt wurde in dem Vers, den ich gerade lese, oder in dem Text, den ich gerade lese. Nun ist es so, dass Hebräer Kapitel 10 voll ist mit der Erfüllung der Prophezeiung von Daniel Kapitel 9 und dass nicht hinter einem Vers irgendwo so ein erfüllter Stern steht in Referenz an Daniel Kapitel 9. Selbst die König-James-Bibel, die ich in der Hand halte, ist mit diesen menschlichen Hilfsmitteln, die dabei gefügt sind, futuristisch. Nur das Wort selber ist nicht futuristisch. Aber die Erklärungen, die vom Menschen damit eingefügt werden, unterstützen die Zukunftslüge des Antichristen. Selbst in der König-James-Bibel, zumindest in der Bibel, die ich hier halte, das ist eine Read-Along Translation Special Study Aids Concordance, eine Concordance-Bibel, auch was weiß ich da, von Thomas Nelson Incorporated, die hat das gedruckt. Und in der Schlachterbibel ist es übrigens nicht anders. Ja, wenn ihr diese Schlachterstudienbibel habt, das ist genau dasselbe. Da findet man auch niemals einen Verweis auf Daniel Kapitel 9. Da könnt ihr ja sagen, Jörg, weißt du, warum man das nicht findet? Du bist falsch und die ganze Welt hat recht. Und zu der Erkenntnis, dass das nicht so ist, kann man nur kommen, wenn man die Bibel selbst studiert. Wenn man Daniel Kapitel 9 gelesen hat, die anderen Kapitel lassen wir außen vor, Daniel in total, in komplett ist ein sehr, sehr wichtiges Buch. Aber wenn man Daniel Kapitel 9 gelesen hat und versteht, wie es da geschrieben steht, dann kann man alles, was da geschrieben steht in den Versen 4 bis 27, da kann man das ganze Evangelium, das ganze Neue Testament dran messen und man wird immer wieder auf dieselben Worte zurückkommen, auf dieselben Bemerkungen zurückkommen. Ja. Und das tut man nicht, wenn man irgendwelchen Menschenlehren glaubt, wenn man sich Bibelkommentare anschaut, oder wenn man diese Randbemerkung oder Seitenbemerkung selbst in der König-James-Bibel folgt, dann kommt man nicht zu der Erkenntnis. In die Erkenntnis kann man nur kommen, wenn man vom Heiligen Geist geleitet wird.
Und das Problem ist, wenn ich mich in irgendeiner Kongregation begebe, also in irgendeine Kirche, ob das jetzt eine Kirche ist oder welche Glaubensgemeinschaft auch immer, und da sind so viele Leute und ich spreche über dieses Teil und ich bin der Einzige, der das so erklärt, weil ich die Bibel verstanden habe und die die Bibel nicht verstanden haben, sondern sagen, boah, nee, der Antichrist ist dies und das. Es gibt viele Leute, die sagen, der Papst ist der Antichrist, aber die trotzdem von dem einen Endantichristen sprechen, der 7 Jahre kommt, wo Jesus Christus zurückkehrt. Hört euch die Lehren mal an. Selbst Eric John Phelps macht das so. Eric John Phelps ist ja nun wirklich ein großer Bibellehrer. Der hat den Ausdruck geprägt, hat er selbst erfunden, biblischer Futurismus. Ihr kennt normalerweise, gibt es diese drei Ansichten, wie man die Bibel interpretieren kann. Man kann den Präterismus anhängen, also dass alles bereits in der Vergangenheit erfüllt ist, die ganze Offenbarung. Man kann der futuristischen, der zukünftigen Lehre anhängen, ja, die erste, Präterismus, geschrieben durch Louis Alcazar 1614, die futuristische Lehre, geschrieben durch Francisco Ribera, erschienen 1591, oder man kann dem Historismus anhängen, also der geschichtlichen Interpretation, das heißt, man nimmt die Bibel als Basis und schaut dann heute in der heutigen Zeit zurück auf die Vergangenheit und schaut auf die Erfüllung der Prophezeiung in der Vergangenheit, weil im Grunde ist eine Prophezeiung ja nichts anderes als eine Vorhersage in die Zukunft. Bibelprophezien sind nichts anderes als Geschichte, geschrieben vor, dass sie stattfindet. Und wir können heute in 2018 dahin zurückschauen. Und Eric John Phelps hat den Ausdruck geprägt, biblischer Futurismus. Er mixt die Dinge noch schlimmer beieinander. Und das ist nur ein Beispiel. Und Eric John Phelps ist ein Untersucher, der in 1631 Seiten oder sowas, schweres Buch, weiß nicht mehr genau, wie viele Seiten das genau hat. In total kommt die Zahl auf 18, 3 mal 6. Buch geschrieben hat über Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends. Also die vatikanischen Attentäter, verletzt im Hause meiner Freunde. Das ist übrigens eine Aussage von Jesus Christus, Wounded in the House of My Friends. Und selbst der macht solche falschen Bibellehren. Greg Szymanski macht solche falschen Bibellehren. Ne? Und. Also ich kenne ganz, ganz, ganz wenige Menschen, selbst im Englischen, die da die Wahrheit lehren. Das sind ganz, ganz wenige. Und im Deutschen habe ich da noch nie einen gefunden. Zeigt mir mal einen, wenn ihr da einen findet, der das so lehrt, wie die Bibel es lehrt. Ein Bild, das uns Alexander hier gibt aus Zacharja, Kapitel 5, 6 bis 8. Ich aber fragte, was ist das? Und er antwortete, das ist ein Eva, das da hervorkommt. Und er fügte hinzu, darauf ist ihr Auge gerichtet überall auf der Erde. Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei und eine Frau saß drinnen im Eva. Da sprach er, das ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Eva hinein und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung. Ja, da habe ich früher schon mal von gehört, Leute, die diesen Bibelteil interpretiert haben, da diese Eva ist eine Atombombe und so weiter und so weiter. Da gibt es alle mal interessante Dinge, die dazu gesagt werden oder geschrieben werden. Zacharja, sicher ein interessantes Buch und auch sicher ein interessanter Prophet und eben sicher ein interessantes Kapitel, aber dann sollte man das vielleicht mal ganz lesen. Weshalb hast du das denn hier reingestellt, Alexander? Ja, also ich hatte mal einen Vortrag, ein sehr auch aufgeregter Mann wie du und Bruder, und er hat das uns ausgelegt, was diese Stelle eigentlich heißt, hat das auch vom Heiligen Geist erklärt bekommen. Und er hat das so interpretiert, dass die Frau in dieser Eva ist ein Behälter, ein Gefäß, ja, wie mein Bleideckel verschlossen wird. Mhm. Und als dieser Bleideckel aufgemacht wird, das ist eigentlich die Zeit der Reformation. Und dort wurde eigentlich der Bleideckel weggemacht und es wurde sichtbar für die Welt, mhm, wer diese Frau ist, diese Gesetzlosigkeit. Und jetzt ist dieser Deckel wieder auf diesen Behälter draufgemacht worden. Also die Ökumene. Die ja, es ist wieder verschlossen und nicht sichtbar. Ja. Ja, das ist eine schöne Interpretation davon, ja. Ja. Deswegen auch das Bild, ne? Deswegen der Papst, der auf den Jesus guckt und der Träger der dreistöckigen Krone, der Mitra, der Tiara da hinten, ja, dran. Ja, genau. Ich habe lang gesucht nach einem passenden Bild.
Schön, das ist ein gutes Bild, um das damit reinzubringen, ja. Tja, übrigens, dass es Blei gibt, ne, ist auch wieder so ein großes Problem für die Evolutionstheoretiker, ne? Uran wird nämlich zu Blei. Das Problem ist nur, wenn das so eine Haltbarkeit hat, wie Sie uns erzählen, naja. Evolution, Schöpfung, ne? Will ich jetzt gar nicht groß mit anfangen. Aber kann man ja auch mal studieren. Uran und Blei. Schlussendlich wird Uran zu Blei, wenn es verfällt. Schönes Bild. Okay. Gut. Sonst noch irgendwelche Bemerkungen, Kommentare, Fragen zur heutigen Lesung? Ich habe nun persönlich gedacht, nachdem ich das angesprochen hatte, als ich 2. Thessaloniker 2 gesprochen habe, dass da vielleicht irgendwo Dinge waren, die vielleicht nicht ganz deutlich waren, dass man darüber hätte diskutieren können. Aber dem ist anscheinend nicht so. Gut, man muss diese Diskussion ja nicht endlos lange aufrechterhalten. Wir sind eine knappe Dreiviertelstunde oder 40 Minuten damit jetzt beschäftigt. So wie es wahrscheinlich im Allgemeinen immer ist, sobald die Kamera aus ist, werden einige Münder sich noch ein wenig lösen. Von daher werde ich euch erlösen und werde von daher die Kamera ausschalten und dann können wir natürlich diese Diskussion dann noch fortsetzen. Dies war soweit die 10. Diskussion nach der Lesung Romanismus und die Reformation, dem deutschen Christen vorgetragen. Das Buch übersetzt von Henry Gretten Guinness von 1888, heutzutage 2018 übersetzt von Bruder Maximilian. Und wir werden euch dann nächste Woche wiedersehen, so Gott will, und werden nach der 11. Lesung die 11. Diskussion starten. Bis dahin, lest eure Bibel. Ihr habt ja aufgrund dieser Diskussion heute verstanden, wie wichtig das ist, ein eigenes Verständnis aus dem Wort Gottes zu entwickeln und selber die Bibel zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.